Hallo, meine lieben Freunde. Da ist der seit langer Zeit wieder mal euer Uwe hier mit einem neuen YouTube-Video. Und wie ihr hier sehen könnt, wenn ihr mal so nach rechts oder links schweift, wir sind jetzt natürlich nicht auf Mallorca, nicht in Spanien, wir sind in Ägypten. Und wir haben gerade eine zweiwöchige Tour hinter uns. Die erste Woche war BDE-Tour, Brothers, Daedalus, Elphinstone. Und die zweite Woche war die Fraktur, die Nordtour-Fraktur mit der Sissel Gorm, Rosalie Möller und viele, viele andere Fracks. So, und auf dieser Tour hatte ich so einiges mit dabei. Und nochmal vielen Dank an das Unternehmen Finzap, die mir 3 Jackets im Grunde genommen hier zur Verfügung gestellt haben und die ich auf dieser Tour dann auch mal kräftig getestet habe. So, und diese 3 Jackets möchte ich heute noch mal so ein bisschen im Detail mit euch besprechen, was ich gut fand, was ein bisschen verbesserungswürdig ist, und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Hier liegen sie, die 3 Jackets, die von Finzap mir für diese Tour zur Verfügung gestellt wurden. Die wurden auch fleißig ausprobiert, da klinke ich immer so einige Bilder ein, wo ihr auch mal seht, wie diese Jackets im Einsatz waren. Es gibt auch so einige Videoclips, die ich euch hier während dem Video auch noch zeige von unter Wasser. Aber wenn wir uns das mal anschauen, fangen wir vorne an mit dem Klassiker, eigentlich dem Finzap Fly. Und das ist ja dieses wunderschöne rote Sidemount Jacket. War eigentlich so ein Allrounder, der auch wirklich richtig schnell einzustellen ist für Leute, die das gerne mal probieren wollen. Und hat integrierte, unter der Backplate integrierte Bleitaschen. Das ist also dann auch relativ einfach, das Blei dort einzuführen, Taschen zumachen und dann zack, alles ist erledigt und man kann da wunderschön in 6 Bleitaschen das Blei verstauen, hat es auf dem Rücken und wunderbar. Hier unten diese Plate kann man, wenn man möchte, abmachen, aber ich fand das eigentlich ganz angenehm so, das hilft also ein bisschen hier Richtung Popo, dass das Jacket relativ gut sitzt. Ich persönlich stehe nicht unbedingt auf die Klipse, die an den Bungees sind. Ich benutze im Grunde genommen nur den Bungee alleine, ohne den Clip. Aber das ist Gewöhnungssache. Dieses Jacket haben viele Leute jetzt probiert auf der Tour. Das war relativ schnell zu justieren, einzustellen. Und Wasserlage, muss ich sagen, einwandfrei. Das seht ihr auch bei den Bildern, die ich so ein bisschen einklippe. Das Schöne am Fly ist, dass es oben einen Luftablass hat, der schön mit einem Schnürchen bedient werden kann von vorne. Also ganz, ganz einfach, einfach ziehen und der Ablass wird bedient. Und wie die meisten Jackets hier, Sidemount Jackets, kommt der Entlederschlauch von unten, geht nach oben und lässt sich also schwierig etwas bedienen, um die Luft rauszulassen. Also dafür ist dieses wunderschöne Ventil vorhanden. Und wer ein bisschen kopflastig ist, für den gibt es noch hinten auf der anderen Seite auch nochmal ein Ablassventil. Also eigentlich wunderschön zu bedienen. So, und ich muss sagen, also alle, die das Fly auch probiert haben, waren sehr, sehr zufrieden. Und gutes Allrounder Sidemount Jacket für die Leute, die mit dem Sidemount im Grunde genommen beginnen wollen. Nebendran liegt ein anderes Jacket, das ist das Speleo. Das Speleo ist spezifiziert gemacht für die Höhlentaucherei und dementsprechend auch ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben eine andere Konfiguration der Bleitaschen. Wir haben also hier innen drin eigentlich als Backplate die Geschichte der Bleitaschen. Können natürlich hier auch einzeln eingeführt werden. Wunderschön.
Es geht auch richtig viel rein. Und dann wird einfach der Schutz oben drüber gelegt und die Bleitaschen sind geschützt und auch der Rücken ist geschützt. Du spürst es also auch kaum, wenn das Blei auf dem Rücken liegt. Das Speleo hat keine Ablassventile auf dem Rücken. Das ist also komplett clean, was sehr, sehr gut ist natürlich für die Höhlentaucherei. Das ist wunderbar. Und hat natürlich auch hier Bungees für das Anbringen der Flaschen oben und hat an den Gurten den normalen D-Ring und einen Slider-D-Ring, der wunderschön zu bedienen ist unter Wasser, um den Tank von hinten ein Stückchen weiter, oder wenn er anfängt zu fliegen, ein Stückchen weiter runterzuziehen. Also wunderbar im Wasser. Hat ein kleines Manko, muss ich sehr ehrlich sagen. Wenn du relativ viel Luft hineinpusten musst in die Blase, wölbt sich die Blase, wenn du die Luft rauslassen willst, wölbt sich so ein bisschen auf nach hinten. Und es ist ein bisschen problematisch, die Luft dann aus diesem einen Ablassventil zu bekommen. Hier werde ich mir, ich bin ja dann irgendwann Ende November noch in der Dominikanischen Republik unterwegs für einen Höhlentauchkurs. Hier werde ich mir noch ein Bungee installieren. Da gibt es auch extra hier noch eine kleine Öse. Hier ist sie und auf der anderen Seite auch noch. Und werde mir da ein Bungee installieren, den ich vorne mit dem Doppelender dann zusammenfüge. Und somit liegt die Blase dann relativ nah am Körper und fliegt im Grunde genommen nicht mit einer Ecke irgendwo weg. Und man kann also die Luft dann angenehmer rausbekommen. Also sehr schönes Jacket, ich liebe es. Ich habe es also sehr, sehr viel getaucht jetzt hier in den 2 Wochen und sehr bequem zum Anziehen, sehr bequem zum Tragen, gutes Handling unter Wasser, also toll. Ein Jacket hat mich jetzt hier bei dieser Tour richtig überrascht. Das liegt noch eins weiter, da gehe ich mal ein bisschen rüber. Das ist hier das Finsup Ultralight 13 und jetzt schaut mal, da nehme ich 2 Fingerlein. Und hebe dieses Teil hoch und das ist also nicht nur Ultralight drauf, sondern es ist Ultralight. Es hat eine wahnsinnig leichte Rückenschale, eine wunderschöne Blase, normales Inflator, normale Begurtung, die man auch relativ schnell justieren kann. Und was geil ist, was richtig geil ist, es hat hinten 2 Schnallen für die Flaschen, ja, und an den Seiten Bleitaschen. Das sind die Bleitaschen, die liegen hinten neben der Flasche, was wahnsinnig gut ist. Und diese Bleitaschen haben Schnellabwurf. Also man hat in den Bleitaschen hat man einen kleinen Beutel, da kommt das Blei hinein. Man kann das dann hier dann wieder einführen. Ja, und hier gibt es dann einen Schnellabwurf. Wenn mal was wäre, man zieht und die Bleitasche innen drin, das integrierte Säckchen, fällt im Grunde genommen raus. Also eine geile Idee, richtig gut, richtig toll. Und ich war begeistert. Also ich habe das Ding angehabt. Du spürst es nicht. Also der einzige Gewicht, was du hast in irgendeiner Form, ist das Blei und die Flasche. Wahnsinnig komfortabel, hyper leicht, also perfekt, um in Urlaub zu fahren, in den Koffer zu packen. Nochmal, es hat kaum Gewicht,
und lässt sich super tauchen. Also ein wahnsinnig gutes Reisejacket für den normalen Taucher, für den normalen Sporttaucher. Hey, ich kann eigentlich das Ding nur empfehlen. Also das ist richtig gut gemacht, gut überlegt, kompakt und schön, sehr bequem zum Anziehen. Also da war ich hochzufrieden mit diesem Ultralight-Jacket. Und da Kompliment an Finsup. Gute Idee, schön gemacht, sauber verarbeitet. Gut, also top. So. Ja, ihr Lieben, die drei habe ich getestet. Ich habe noch ein Nebenprodukt von der Firma Finsup bekommen. Das ist ein Anzug, Unterzieher oder auch ein Anzug zum Tauchen. Das ist End Degree. Der wird also über das Unternehmen Finsup vertrieben. Aber da erzähle ich euch ein bisschen was davon in einem separaten Video. Und für heute lassen wir es gut sein. Ich war sehr zufrieden. Nochmal vielen Dank an das Unternehmen Finsup für die Jackets, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Und ich überlasse euch diesen wunderschönen, ja, schon vorbeigegangen Sonnenuntergang, der da gerade hier vor meinen Augen passiert. Und die Kamera schwenkt jetzt mal so ein bisschen rüber.